Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Im letzten Part sind wir auf die schwebenden Berge gelangt und wollen uns von hier aus weiter vorankämpfen. Haben ja einige Gegner schon besiegt, auch Gegner mit neuen Fähigkeiten getroffen, wie zum Beispiel einen, der uns versiegeln kann. Und die hier, das sind üble Typen. Da lohnt sich wirklich die neueste Attacke, die wir in den im letzten Part errungen haben, den Delta-Schaden. Für alle Gegner bedeutet das der Tod. Kann das vielleicht noch? Ja, einmal runter. Bäm. Die können einen wirklich mit einer einzigen Attacke auf einen HP herunterbringen. Und das ist fies. Ist richtig übel sogar. Wenn man sich vorher geheilt hat. Ein Weg, der nirgendwo hinführt. Okay, hier geht's hoch. Ich dachte gerade. Jetzt muss ich natürlich schauen, wie ich da hochkomme. Das geht hier schon. Nee. Nee. Hier. Natürlich ist die Truhe bewacht. Was glaubt ihr denn? Die wird da nicht einfach so stehen. Ich sag's euch doch. Lol. Aber da ich einen guten Angriff habe und wenn Volltreffer noch besser ist, besiege ich den auf einen Hieb. Seine zweite Stufe ist, wenn der Adler besiegt wurde. Man kann ihn also nicht selbst mit Millionen Schaden nicht auf einen Schlag besiegen. Bam. Purpurregen vermindert die LP. Nein. Ja, jetzt sinken die. Das sieht man vielleicht bei Luca. Jetzt müsste man darauf achten, ob die HP und LP jetzt nach und nach sinken. Für einen ganz kurzen Moment hat man es gesehen. Dann war der Gegner schon besiegt. 24 Tischpunkte, das muss man reinziehen. Also für Charakter, die ich jetzt ganz wenig trainiert habe, ist das echt ein Traum, da sie hier ganz, ganz schnell ihre verlorenen Tischpunkte aufholen können. So, mal schauen. Hier habe ich nichts verpasst. Ne, hier gibt es nichts mehr. Gut. Truhe gefunden. Dann geht es auch schon weiter. Da ist wieder ein Checkpoint, aber nee, das war aus dem letzten Part. Ja, Mai, wo geht's denn dann weiter? Hm? Wo geht's hier dann? Hier links vielleicht? Ne? Hä? Okay. Ach so, richtig. Ich kam von da. Kann mich gar nicht. Okay. Ich speichere auf jeden Fall mal. Guru auf den Bergen. Ja, es scheint so, als wäre ich wieder am Anfang, dann gehe ich mal links lang. Hier ist tote Hose, im wahrsten Sinne des Wortes. Runter will ich natürlich nicht mehr gehen. Kam ich hierher. Wäre total witzlos. Ah, okay, jetzt habe ich es entdeckt. Jetzt habe ich es gesehen. Und zwar gibt es oben bei der Kiste natürlich einen Weg nach links. Den müssen wir nehmen. Den und keinen anderen. So, nach dem Motto. Diesen. Und da wir den richtigen Weg gefunden haben, haben wir direkt mal welche, die uns begrüßen. Hi! Hörst du wohl auf? Bam! Die muss man ganz schnell loswerden, weil die einen sofort auf einen LP runterschmeißen. Deswegen alle Angriffe auf ihn richten. Und so ist er besiegt. Gott sei Dank. Und mit denen kann man sich relativ Zeit lassen. Die sind nicht gerade stark. Die protzen nur rum und ziehen Grimassen, aber das kennt man von denen. Die macht man einfach mal platt und dem vorbeigehen. Bam. Auf sie mit Gebrill. Nice. Mal erreicht eine nächste Stufe. Das finde ich gut. Sehr gut. Da oben haben wir die Kiste entdeckt. Das Wunderbärchen. Und wer kommt jetzt? Oh nein. Drei Delta Macht. Habt nicht genug. Verdammt. Ich muss auf jeden Fall fertig machen. Bam. Und den auch. Alles auf ihn.
Nochmal. Unendlich viel aushalten tut er ja nicht. Einfach mal so einen Zauberstab auf den Raben hauen. Bam. Der Rabe ist besiegt. Das könnt ihr mir auch mal ausprobieren. Nehmt euch einen Zauberstab und schlagt damit aus dem Vogel drauf. Ist er auch besiegt. Aber, nee, die weichen dann geschickt aus. Nur dieser hier kann nicht ausweichen, da er den Imp in den Greifhaken Händen hält. Tja, bis blöd gelaufen, ne? Jetzt machen wir ihn fertig, jetzt geht's auf 4 LP, ja, willst du mich verarschen? Das ist jedes Mal ja nicht klar. Boah, wie viele Male lernt Kraft 2? Sauber. Wie viele geile Sachen ich hier einfach lerne, ne? Dadurch, dass es hier so viele Tech-Punkte gibt. Moment, hier kam ich her. Das ist krass. Kraft 2 Male, das bedeutet doch die Heilung, oder irre ich mich da? Wenn das jetzt eine Heilung auf alle ist, dann ist das übelst genial. Das werde ich hier... Oh, shit. Hallo, ich bin da. Will ich hier leider nicht ausprobieren können, da er genau ein Siegel macht und mir jegliche Objekte und Fähigkeiten raubt für den Moment. Das ist einer der übelsten Sorte von Gegner. Nicht nur, die haben echt an Fiesness und Gemeinheiten zugenommen. Chrono hat was Neues gelernt. Doppeltech Feuer 2, Eisschwert 2. Ja, nehme ich an. Direkt mal ausprobieren. Oh Mann, gegen die will ich das eigentlich nicht so ausprobieren. Das muss nicht sein. Vor allem warum Blitz. Kraft 2. Heilperson ganz. Nice. Fuck, haben wir nichts Besseres. Doch hier. Moment mal. Was haben sie denn da gerade gemacht? Was machen die denn da? Okay, die haben auch normale Angriffe. So, sie kann Feuer 2 jetzt. Feuerklinge 2. Auf mehrere. Cool. Auch auf mehrere. Jetzt kommen die... Mit den neuen Fähigkeiten, die da lernen, kommen scheinbar jetzt die Attacken. Ich muss mich mal eben heilen. Kraft 2, halt Person ganz. Oh, ist aber auch dementsprechend aufwendig in den MPA. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Wie viel das abgezogen hat. Tja, dann machen wir mal den Tisch und ich achte mal drauf. Wird aber auch nicht angezeigt, ne? 32 hat sie. Ja, 5. Ist okay. Wenn ich zum Beispiel... Ich habe ein Item, damit kann ich die MP-Verbrauch halbieren. Wenn ich das anlege, dann ist das zum Beispiel gar nicht mehr so intensiv. Vielleicht lohnt es sich sogar. Hier bekomme ich ziemlich viele Waffen, die ich schon habe. Und Pflanzen. Menschenfresserpflanzen. Ich krieg gleich Angst. Sturm und Chaos! Nein. Sturm und Chaos, ja, auch eine nette Idee. Nur, was soll das darstellen? Soll das irgendwie Abgase von der Pflanze sein, oder was stoßen die da aus? Sporen vielleicht. Aber dann wäre der Name etwas komisch. Sturm und Chaos! Okay, nehme ich zur Kenntnis. Habe ich gerade eine Zustandsveränderung erlitten? Nee. Bam. Besiegt. So soll es sein, so muss es sein, so ist schön. Und, boah, 3000 Gil pro Welle von Monstern, ey. Das ist übelst viel. Nachgucken, wo es weitergeht. Weil ich möchte ja möglichst jede Schatztruhe mitnehmen. Das bedeutet auch die, die hier oben liegen. Oh nein, ey.
Dann lohnt sich fast schon wieder die Delta-Macht. Sturm und Chaos! Ja, willst du mal aufhören? Gleich willst du. Hey, hey! Nein, er ist ausgefallen. Chrono ist ausgefallen. Toll. Delta macht es zusammengebrochen. Es sieht so aus, als ob die so ein Jojo werfen. Kennt ihr das noch? Tamagotchi ist wieder was anderes. Ein Jojo. Früher. Mit so einem Drehkugellager, was man dann unten so in den Dauerlauf bringen konnte. Jetzt reicht es aber. Boah, 100 zieht ab. Chrono. Weh, du schlägst mit deinem Schwert nochmal zu. Jo, das war gut. Chrono, hast du gut gemacht. Besiegt. Optimal. Sturm und Chaos! Nerv nicht rum, hey. Er tippt's ja nicht. Yeah! Oh, verdammt. Die dürfen eben die Attacken nicht einsetzen. Weil die haben, wie gesagt, eine Attacke, die bringt mich sofort. Oh mein Gott. Schnell besiegen. Shit, da ist sie. LP werden sofort auf 1 minimiert. Immerhin weiß Chrono, wen er angreifen muss, innerlich und wen nicht. Oh Mann, ey. Wenn man hier nicht aufpasst, ist man ganz, ganz schnell besiegt, hey. Es geht schneller, als man denkt. Sturm und Chaos. Bisher nicht auf die, die nicht verwirrt ist. Ah, verdammt, ey. Nein! Bist du des Wahnsinns, Chrono? Ja, er ist nicht mehr zu retten. Chrono, du bist so ein Tölpel, ey. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Und ich glaub's einfach nicht. Oh Mann. Maler hat wieder was erlernt. Können wir dann nachgucken. Aber erstmal hier Kraft auf sie. Halt komplett. Leben 2. Belebt und gibt alle LP wieder. Yeah. Leben 1 konnte ja nur Chrono bisher. Jetzt könnt. Heftiger Angriff auf alle Gegner. Das hört sich gut an. Megabombe. Okay. Und Leben 2. Er kann heilen später mal. Halt Strahl, also da kommen die Heilattacken. Und bestiehlt Gegner. Interessant. Ein Schild erhalten und eine Unterkunft erhalten. Jetzt möchte ich aber doch schon mal wissen, was hier das Schild ist. Hatte ich ja jetzt häufiger schon. Da ist es. Block 33 physischer Angriff. Gar nicht so schlecht, Freund. Ist ja echt nicht schlecht. Sollte ich vielleicht mal Ayla anlegen? Das Schild. Das muss ja hier drunter sein. Nee. Ist aber auch nicht so wichtig, wenn ich es jetzt finde. Es gibt ja noch genügend andere schöne Sachen, wie hier die Magnetweste anzulegen. Lol. Passt schon. Okay, dann können wir wieder zurück. Diese Gargoyles, hey. Jetzt aber. Delta macht an die Macht. Und der Zauber beginnt. Episches. Blitz, Eis und Donner. Bam. Ja, können sie sich nicht gegen wehren. Ich frag mich, ob es hier jetzt oben. Ja, hier geht's weiter. Definitiv, sonst wäre das nicht so ein cooler Speicherpunkt gewesen. Das heißt, ich gehe nochmal zurück. Ihn könnten wir theoretisch auch noch besiegen. Und ich muss nochmal eben hier hin. Da ist nämlich noch eine Kiste, ich wusste es.
Jungs und Mädels, wacht auf, denn die Delta macht es hier. Jetzt nur hier und live, in Farbe und in schöner Klangqualität. Es ist das Grauen für jeden Gegner. Bam! Tot sind sie. Durch die Macht wird sogar der Nebel erstmal für eine Weile verstrieben. Ist der voll? Alles klar. Und? Barriere. Aber gut, dass ich die dann doch mitnehme. Da war... Ja, hier war ich ja schon. Gut. Dann haben wir ja alles gesehen. Dann können wir uns noch diesen Gegner... Dann haben wir ja jeden Gegner besiegt. Leider wird er uns jetzt wieder unsere ganzen Techniken nehmen können. Aber da Male eh fast keine MP mehr hat. Da fällt mir ein, eine gute Idee ist es natürlich jetzt gleich mal am Speicherpunkt so eine Unterkunft zu verwenden. Dann halte ich mich automatisch komplett und die MP werden auch wieder aufgefüllt. Bam! Mann! Der hat eine hohe Ausweichrate und Agilität. Aber ich treffe den nicht. Krone hat hin und wieder die Chance, weil er ganz schnell ist. Aber trotzdem kriege ich ihn nicht. Jetzt hat Maler einen Treffer gelandet. Und auch Luca hat meintlich zuschlagen können. Etamedi und Krone noch eine. Und Luca hat die Megabombe erlernt. Da wir jetzt erstmal keinen Gegner mehr vor uns haben, werden wir das erst im nächsten Part sehen. Hellsreich ist es praktisch noch sich heilen. Schnell heilen. Und nochmal eben abspeichern. So, dann heile ich mich noch eben, weil ich ja hier alleine nur hier drauf jetzt die Unterkunft anwenden kann. Und das geht ja sonst nirgends. So, jetzt wird sich nochmal gespeichert. Dann sage ich bis zum nächsten Part und ciao!